Hallo und grüßt euch miteinander. Heim in dem Teil vom Radlader werden wir uns die CT-Spindelzylinder ein bisschen genauer anschauen, die zerlegen und mal schauen, was da drin ist und diese miteinander in den Radlader einbauen. Zunächst müssen wir uns Gedanken machen, wie wir den CT-Zylinder an den Radlader dran bringen. Hinten ist ganz klar, hinten haben wir ein Auge, eine Aufnahme. Da werden wir zwar allerdings auch noch den Punkt versetzen. Ich glaube, dass wir weiter runtergehen, weil ich habe jetzt nämlich die Titan 50 genommen, anstatt die Titan 30, meine ich, so wie es vorgesehen war, um eben ein bisschen mehr Hubleistung zu erzielen. Dann geht zwar das Hubgerüst ein bisschen langsamer, aber dafür kriegen wir halt einen besseren Hebel und mehr Kraft. Also hinten ist kein Problem, hinten gehen wir da direkt da auf das Loch drauf, auf das Auge drauf. Aber vorne haben wir am Hubgerüst auch ein Auge. Im Original ist da außen und innen nochmal so eine Vertäfelung, dass das Auge dazwischen reinkommt, zwischen die Vertäfelung. Aber in dem Fall werden wir uns das ein bisschen einfacher machen. Wir werden uns da eine Gabel fräsen und die Gabel an den CT-Zylinder anbringen. Dafür werden wir jetzt erst einmal den CT-Zylinder zerlegen. Das wird bestimmt einige von euch interessieren, was da drin ist. Er ist nicht allzu kompliziert zusammengebaut. Das ist eigentlich bloß da hinten eine Schraube. Da muss man da aufpassen mit dem Kabel, dass man das Kabel da durch die Hülse durchbringt. Dass man das nicht auseinanderreißt, wobei das auch egal ist, weil da kann man ein Nice drum machen, wenn man schon zerlegt hat, wenn man jetzt das beschädigen sollte. Dann kann man die Hülse da abziehen. Muss da immer hinten ein bisschen das Kabel wieder nachführen. Und dann verbirgt sie da im Inneren im Prinzip auch nichts anderes als wir in die alten CT-Zylinder. Ich schiebe noch schnell das Kabel da ganz durch, dass wir die Hülse ganz wegbringen. Und dann verbirgt sich da im Prinzip im Inneren auch nichts anderes als wie in die alten Zylinder. Das ist wieder so ein Kleingetriebemotor, so ähnlich wie es ihn auch vom Lemo Solar gibt. So habe ich auch meine Hubzylinder oder meine Spindelzylinder baut mit so einem Motor. Dann ist da innen drin ein Ring mit einer Madenschraube. Da muss man die Madenschraube mit einem 1,5er Imbus lösen. Und dann kann man den Motor abziehen. Dann ist der Motor schon mal weg. Dann kann man, wenn man die Madenschraube ganz rausdreht, kann man auch den Ring runternehmen von der Welle. Da muss man ein bisschen aufpassen, das wäre nicht der erste Zylinder, den wo ich kaputt mache. Die Kolbenstange, das ist bloß ein Rohr. In dem Rohr läuft nämlich die Gewindestange, das zeige ich euch jetzt gleich. Man muss jetzt den Zylinder da dahinter vorsichtig im Schraubstock einspannen und dann da vorne mit der Wasserpumpenzange aufdrehen. Das ist nämlich ein Rohr und auf das Rohr ist vorne der Kopf draufgeschraubt und hinten der Arsch draufgeschraubt und in dem Arsch ist auch gleichzeitig das Lager. Ich mache das jetzt mal schnell im Schraubstock und drehe das auf. Ich habe das dann bloß jetzt im Schraubstock gelöst. Dann kann man vorne den Kopf runterschrauben und dann kommt eh schon alles zum Vorschein. Hinten ist der Arsch noch draufgeschraubt. Im Arsch drin ist ein O-Ring. Der ist für einen Anschlag, dass wenn der Kolben ganz zurückfährt, dass da ein wenig ein Puffer ist, dass sie der nicht festfährt. Dann ist da noch von außen ist noch eine Scheibe drauf, zwischen dem Stellring und dem Lager. Und da innen drin ist ein Lager eingepresst. Ich glaube, dass das eine Übergangspassung ist. Ich drücke jetzt das Lager nicht extra raus. Muss jetzt auch am Schluss beschädigen, deshalb lassen wir das jetzt drin, das Lager. Obwohl, das ist eigentlich eh ganz locker. Das ist eher ganz eine großzügige Übergangspassung. Da ist so ein Lager drin, das ist halt einfach ein
kleines Miniaturlager. Von der Abmaße her schaut mir das sogar wie ein Standardlager aus. Ich hole mir schnell ein Messschieber und messe. Da steht sogar eine Größe oder eine Lagerbezeichnung um. Ich glaube, das heißt 504Z. Ja, das ist ein Standardlager, das hat außen 12 mm, die Welle oder Innenmaß vom Lager 4 mm und Breite 4 mm, das ist ein ganz normales Standardlager. Wir haben es ganz einfach gekriegt, aus einem Industriezubehör. Aber das Interessante ist eigentlich das, da ist jetzt eine Trapezgewindespindel. Die Trapezgewindespindel, da ist hinten ein Bund draht, dass das da in das Lager reingeht. In die Trapezgewindespindel ist dann von hinten ein Loch reingebohrt. In das Loch wird die Welle reingesteckt. Und dass das alles nicht zu dünn wird, ist es ein Steilring, Klemmring, wie man es auch immer nennen mag. Also die Kombination schaut so aus, Lager, das lege ich mal weg, Lager, dann die Passscheibe, dann der Ring und dann der Motor und da dann natürlich noch die Imbusschraube rein. Mehr ist das eigentlich gar nicht, das ist eigentlich kein Hexenwerk nicht. Und der vordere Teil, die Kolbenstange, das ist ein vernickeltes Messingteil. Da haben sie da dann noch einen O-Ring drüber gemacht, wahrscheinlich, dass es ein bisschen schöner läuft, dass es keine Geräusche nicht ergibt und auch vielleicht kein Dreck nicht, kein Sand nicht eindringen kann hinten ins Gewinde. Weil der O-Ring, der dichtet dann da, naja, eigentlich nicht ab. Minimal vielleicht. Hätte man vielleicht die Nut ein bisschen anders einstechen können. Aber das als nächste dann auch wieder. Wenn der O-Ring natürlich zu fest sitzt, dann hat es halt auch wieder den Effekt, dass der Motor mehr Kraft haben muss, weil er halt auch die Reibung von dem O-Ring überwinden muss. Aber das ist auf jeden Fall bloß ein Messingteil. Ich weiß nicht, wie sie es genau herstellen. Ich denke mal, dass das ein Drehteil ist, da wo es innen das Trapezgewinde reinschneiden. Und dann das Rohr einfach einlöten in den Kolben und das Ganze dann vernickeln. Und das Auge vorne, das ist ein Stahlteil verzinkt, das wird einfach mit einem 648er Loctite in das Rohr eingeklebt. Ich habe dann einen anderen Zylinder, einen zerlegten, der wo mir kaputt gegangen ist, den zeige ich euch mal schnell. Der schaut jetzt so aus, da habe jetzt ich im Prinzip das Rohr ersetzt. Hab den Kolben innen auf der Drehbank ein bisschen ausgedreht, hab das Rohr reingesteckt und hab das dann wieder verlötet. Das wird so absolut ausreichend halten. Das schaut zwar sehr windig aus, ist ja im Prinzip für meine Verhältnisse, wenn ich ein Modell baue, recht windig, aber es funktioniert auf jeden Fall und das hält sich auf jeden Fall aus. Das ist abrupt. Da laufen sehr, sehr viele Modelle so mit denen Zylinder. Ich zeige euch das jetzt nicht, dass ihr sagt, ja, da ist ja gar nichts drin und der CTI, der verlangt so viel Geld dafür, 100 Euro möchte für so einen Zylinder. Schaut einmal die ganzen Teile an. Wer von euch macht mir für 100 Euro so einen Zylinder? Ich bin mir ganz sicher, keiner von euch. Und selbst ich für mich selber muss sagen, eigentlicherweise kann sich das nicht rendieren, wenn man sich selber so einen Zylinder baut, der 100 Euro kostet. Weil erstens einmal, der funktioniert hundertprozentig. Wenn er nicht funktioniert, dann schicke ich ihn an CTI zurück und kriege problemlos einen neuen. Außer ich habe ihn jetzt natürlich irgendwie beschädigt, weil die Kolbenstange da, weil ich das Auge vorne ausmontiert habe und habe die Kolbenstange, also das Rohr beschädigt, weil ich es im Schraubstock gelähmt habe oder irgendwas, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, dass man da einen neuen kriegt. Aber sollte da irgendwas kaputt gehen, an dem, ohne dass ich da jetzt durch Fremdeinwirkung, durch meine Einwirkung das verursache,
dann wäre ich auf jeden Fall ein neuer gekriegt. Und wenn man sich die ganzen Teile anschaut, da ein Innengewinde drin, das muss man auf der Drehbank machen. Da muss der Innendurchmesser ganz genau stimmen für das Lager. Dann habe ich da hinten die Ausfräsung dran. Dann habe ich das Rohr, da hinten und vorne ein Gewinde drauf dreht gehört, auf der Drehbank. Dann habe ich den Kopf, da ist innen ein Innengewinde. In dem Kopf habe ich noch eine Kunststoffeinlage, die wo ich drehen muss. Dann muss ich die zwei Teile herstellen, den Kolben und das Rohr miteinander verlöten, vernickeln. Dann brauche ich ein Auge oder eine Gabel vorn. Dann brauche ich noch die Gewindespindel. Dann habe ich die Hülle noch, das ist auch zweiteilig. Das ist hinten der Arsch, der ist da, der, entweder ist eingelötet. Ja, ich schätze, dass er eingelötet ist. In das Rohr, in das Messingrohr. Dann habe ich noch den Motor, der wo beim Lemo Solar auch in meinen 10er oder so kostet. Dann brauche ich die Gewindespindel. Dann brauche ich den speziellen Gewindeschneider für das Trapezgewinde, dass ich den Kolben überhaupt herstellen kann. Dann das Lager, na gut, das kostet 2 Euro wahrscheinlich. So einen Stallring muss ich mir machen, Passscheiben muss ich mir kaufen. Ein paar Schrauben brauche ich und einen O-Ring und ein Kabel und einen Schrumpfschlauch noch. Dann darf jetzt ich sagen, für 100 Euro können wir das selber gar nicht bauen. Ich lasse mir das jetzt eingehen, so wie es ich halt bei manchen meine Modelle mache. Ich brauche irgendein absolutes Sondermaß. Dann stelle ich mir den Zylinder selber her, weil ich ein Sondermaß brauche. Oder weil der Arsch hinten von Haus aus anders werden muss. Oder weil halt einfach irgendwelche Modifikationen dran sind, dass ich halt den einfach anders will. Vielleicht auch ein Durchmesser größer, dass es maßstäblich schöner ausschaut oder was. Dann baue ich den selber. Wenn ich den aber in der Standardlänge von CT für 100 Euro kaufen kann, dann tue ich da nicht umeinander. Dann kaufen wir den. Freilich kosten dann drei so Zylinder für so ein Modell 300 Euro. Brauchen wir ja nicht drin. Und wir sind ein Modellbauer und wir wollen noch viel selber machen. Aber ich denke mal, dass der Gescheite ist, wenn wir mit Arbeit gehen, da unser Geld verdienen, 300 Euro an CTI zahlen für seine Zylinder, dann seine Regler noch mitnehmen, die wo wunderbar funktionieren. Da wollen wir dann auch wieder nicht wissen, wenn wir selber einen Spindelzylinder bauen, haben wir genau den gleichen Motor drin, hat der vielleicht ein bisschen andere Stromaufnahme. Dann haben wir nämlich das nächste Problem, dass wir so einen Regler brauchen, der wo bei einer bestimmten Amperezahl abschaltet, um eben unsere Endlagen zu erkennen. Das sind lauter so Punkte, deshalb nehme ich jetzt auch bei dem Radlader die CTI-Zylinder her. Ich will zuerst selber welche bauen, weil es ja wirklich kein Problem ist, dass man es selber baut. Wenn man sie einmal angerichtet hat und weiß, wie es baut kann, ist ja kein Thema nicht. Aber ich wollte euch mal zeigen, wo es drin ist, euch bewusst machen, dass man eigentlich denkt, ja, das ist ja fast nichts, warum kostet es 100 Euro? Wenn man sich aber dann die einzelnen Arbeitsschritte anschaut und was man alles dazu braucht, kann man es für 100 Euro nicht selber machen. Jetzt, was wir auf jeden Fall noch brauchen, wir müssen jetzt den Kopf da vorne runter machen. Das ist eine scheiß Arbeit, weil da geht oft was kaputt. Man muss jetzt nämlich da vorne das warm machen, dass der Loctite, da werden sie einen 648er auch hernehmen, weil der ist auch grün, der wo da drin ist, dass der Loctite kaputt brennt zwischen Rohr und dem Auge, dass wir das auseinanderbringen. Wir dürfen aber nicht so heiß werden, dass uns der Kopf da kaputt geht, weil in den Kopf ist ja da eine Kunststoffeinlage drin. Und wenn wir es natürlich auch zu warm machen, dann brennt uns die vernickelte Schicht da vorne runter. Das schaut auch nicht allzu schön aus, das werden wir aber fast nicht vermeiden können. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann werden wir uns auf der Fräsmaschine und auf der Drehmaschine eine Gabel herstellen. Und dann werden wir die Gabel da vorne einkleben. Die werde ich aus Aluminium machen, das wird leicht reicher. Der Kopf ist auch bloß eingeklebt. Normalerweise, wenn ich jetzt selber Zylinder baue, dann mache ich es aus Messing und tue das vorne auch verlöten. Aber wie gesagt, da ist es auch bloß mit 648er zusammengeklebt. Das wird auf jeden Fall reichen. Und die Druckbelastung ist ja auch so. Also es ist ein Druck drauf und kein Zug nicht. Und selbst wenn man sie mit dem Radlader mal wo aushebt, mit dem Hubgerüst, dass ein Zug drauf kommt, so schwer ist der Radlader nicht.
Und so stark sind auch die Zylinder nicht, dass jetzt das auseinanderreißen dauert. Weil man kann das jetzt mit den Händen nicht irgendwie da jetzt auseinanderreißen. Selbst wenn man jetzt das da hinten in den Schraubstock einspannen dauert und da vorne mit dem Kombizange anziehen dauert oder was, selbst beim Drehen, selbst wenn sie die zwei Teile schon ineinander drehen, dann gehen sie immer noch nicht wirklich auseinander. Ich habe das alles schon probiert, deshalb habe ich auch so Rohre schon aufgearbeitet und kaputt gemacht, weil man muss einfach irgendwann einmal was testen, wie was funktioniert, wie man was demontieren kann. Und die Erfahrung möchte ich euch in meine Videos einfach mitteilen, dass ihr nicht irgendwas zerstören müsst, sondern dass ihr einfach das zerlegen könnt, ohne dass was kaputt geht und auch die Sachen ein bisschen nachbauen könnt. So, dann werden wir uns jetzt so eine Gabel anfertigen. Die Gabel war fertig. Die schaut dann auch so aus. Die kommt dann auch so übers Hubgerüst. Da muss ich mir dann noch überlegen, ob ich die Gabel vorne noch abrund, einen Radius drum mache oder nicht. Und eine Bohrung brauchen wir noch für unseren Bolzen, für die Aufnahme. Jetzt müssen wir aber erst einmal schauen, dass wir das Auge aus dem Rohr rausbringen und die Gabel da drauf kleben. Das werden wir jetzt mal probieren miteinander. Habt ihr es gesehen? Das braucht gar nicht zu viel Wärme, man kann das hinten ruhig festhalten und vorne warm machen, weil wenn man es nämlich hinten nicht mehr halten kann, dann ist man eigentlich schon viel zu warm. Und dann geht wunderbar das Auge da raus, das ist da bloß reingesteckt, mit 648er Loctite eingeklebt. Und wir montieren jetzt die Gabel, das machen wir natürlich jetzt innen noch ein bisschen sauber machen, da ist nämlich der alte Loctite noch drin und dann werden wir da ein neuer Loctite aufbringen und werden das miteinander verkleben. Vorher baue ich aber noch das Loch für den Bolzen, dass das dann auch gleich erledigt ist. So, dann müssen wir jetzt eigentlich bloß noch die Gabel in das Zylinderrohr einkleben. Zylinder habe ich dabei schon wieder zusammengebaut. Ihr habt es ja gesehen, wie er zerlegt wird. Umgekehrt wird er wieder zusammengebaut, ist ja logisch, oder? Jetzt haben wir da so einen 648er Loctite drauf. Natürlich ein bisschen mit Verstand, weil wenn nämlich zu viel in das Rohr innen reinläuft, dann kann es natürlich sein, dass man innen die Gewindestange, die wo drin ist, mit verkleben. Das will man natürlich nicht. Ich tue jetzt da nicht viel rein, nur minimal, und tue das dann mit der Spitze ein wenig verteilen und benetzen die Oberfläche. Und dann stecken wir einfach das Gegenstück, und wie man schon sieht, da schiebt jetzt der 648er da so ein bisschen raus. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist das Zeichen nämlich, dass das Ganze innen sauber benetzt ist. Und dann stellen wir den Zylinder einfach verkehrt rum, so auf den Kopf daher.
und lassen den einfach mal eine Viertelstunde so stehen. Und dann sind wir uns sicher, dass der 648er nicht rückwärts in das Rohr reinläuft und in das Gewinde, sondern da der unten so aushärtet. Zusätzlich habe ich da noch so einen Aushärtebeschleuniger für Materialien, die nicht so reaktiv sind mit dem Kleber. Das ist zwar normalerweise ein anaerober Kleber, das heißt, der reagiert mit der Feuchtigkeit in der Luft und härtet dann aus, beziehungsweise er härtet auch aus unter Ausschluss von Sauerstoff. Glaube ich jedenfalls, dass das so richtig ist. Ich habe mir das mal so angelesen. Auf jeden Fall der Aktivator, Härter, Beschleuniger, keine Ahnung was, der verursacht ziemlich dasselbe. Und den spritzen wir jetzt einfach da draußen drauf. Und der garantiert uns dann, dass das hundertprozentig aushärtet, der 648er, und dass wir da keine Probleme nicht kriegen. So, den Zylinder habe ich eingebaut gekriegt. Da habe ich den Punkt jetzt nochmal versetzt, von eigentlich da herum auf da herunten. Die laufen auch ziemlich schön, die Zylinder. Haben wir, denke ich mal, ausreichend Kraft. So viel Kraft wie ein großer Hydraulikzylinder haben sie natürlich nicht. Aber für den Spülbetrieb wird es auf jeden Fall reicher. Jetzt als nächstes muss ich dann noch die Kinematik konstruieren. Da muss ich die Banane muss ich noch zeichnen. Und dann der Anlenkpunkt vom Zylinder. Das ist auch alles plus Provisorium der Wahlzeit. Da muss ich dann auch noch schauen, ob wir von der Länge her hinkommen mit dem Zylinder. Da habe ich ja bereits aus einem anderen Modell, das wo ich mal gebaut habe, eine Laderaupe, wo ich mal gebaut habe, eine Bruderladeraupe, habe ich noch einen Standard-CT-Zylinder. Ich weiß gar nicht, wie der früher geheißen hat. Ich glaube, dass der Tor geheißen hat, ein Torzylinder. Und so in etwa wird die Banane werden. Das ist jetzt die Originalbanane vom Bruder. Die habe ich einfach einmal ein bisschen umgearbeitet. Das kommt schon ungefähr hin, so wie wir es brauchen. Das muss ich aber noch ein wenig umkonstruieren. Die Banane muss ich noch ein wenig ändern von der Form, dass die Kinematik nachher stimmt. Und den Anlenkpunkt, den werden wir auch nochmal ändern müssen. Ich glaube, dass ich noch 3-4 mm weiter nach hinten muss. Damit, was überhaupt kein Problem nicht ist. Weil es hat sich sowieso rausgestellt, ich habe das Oberdeck nochmal runterreißen müssen und das hintere Deck nochmal runterreißen müssen. Das ist gar nicht so einfach gegangen. Das ist eigentlich nur mit purer Gewalt, mit dem Hammer und mit einem großen Schraubenzieher gegangen, das runter zum Hebeln, weil nämlich die Zylinder in der obersten Endlage da in dem Eck angegangen sind. Jetzt muss ich das noch ein bisschen umkonstruieren, den Deckel da dahinter. Vielleicht bauen wir auch den ganzen Vorderwagen nochmal komplett, ist auch kein Problem nicht. Dass man einfach die Wange nach hinten ein bisschen länger lässt und das auch nach oben ein bisschen länger lässt und das Zahnrad da noch ausspart, dass es sauber funktioniert. Lack hat auch einiges gelassen. Ich habe nämlich angefangen mit dem Teppichmesser, da ist alles ein Eck weggestanden und dann habe ich bemerkt, der Lack, der löst sich komplett. Er hat sich also bewahrheitet, wir müssen unbedingt so Aluminiumbauteile vorher immer grundieren mit der Aluminiumgrundierung. Ich habe es mir diesmal gespart, weil ich mir dachte, das hält da so auch, weil ich alles gut angeschliffen habe. Es ist nicht so, es hält auf jeden Fall nicht. Das hat eine Zeit lang gut gehalten, wie der Lack noch, ich sage mal, noch feucht war, noch nicht Rest ausgehärtet war. Da hat der Lack super gehalten, aber jetzt hat umso härter, dass er wird, umso leichter löst er sich ab. Das macht aber auch nichts, weil das ist ja der Prototyp von dem Radlader. Den tun wir dann, wenn er komplett fertig ist, wenn das ein bisschen noch umkonstruiert ist und da herum die Anlenkung noch umkonstruiert ist, tun wir halt einfach nochmal komplett zerlegen und Sand streuen und nochmal neu lackieren. Und dann in dem folgenden Modell, das wo ich noch bauen werde, ich werde ja, denke ich mal, nochmal so einen bauen, auch angetrieben mit RB-Motoren und mit CT-Zylinder. Da werde ich es dann gleich in die CNC-Teile bzw. in die Laserteile mit einfließen, dass das da abgeändert ist.
Dann die Breite vom Vorderwagen sowieso, weil den habe ich ja sowieso schon nochmal reingebaut, den Vorderwagen, weil er zu breit war. Dann auch den hintenen Arsch werde ich noch ein bisschen umkonstruieren, wenn ich eh schon dabei bin. Das gefällt mir nämlich nicht so gut. Ich habe das nämlich alles ziemlich eins zu eins abzeichnet von einer Vorlage, die wo ich schon gehabt habe. Ein paar Sachen habe ich natürlich gleich geändert gehabt, die wo mir nicht gefallen haben. Aber so im Groben habe ich ja das übernommen gehabt. Weil da hinten rein soll ja ein großer Lithium-Ionen-Akku-Pack kommen. Da habe ich auch schon hier gekriegt. Einmal so als 2S. Der kommt dann auch so rein, hinten. Oder als 4S, wo mir persönlich noch besser gefällt. Natürlich dann auch wieder mit so Zellenverbinder. Und der muss ziemlich genau hinten reinpassen unter dem Motorhaube. Und dann haben wir da nämlich gleich ein Gegengewicht und eine maximale Kapazität, was wir reinbringen ins Modell. Elektronik werden wir noch verstauen müssen, ein Teil hinten und einen Teil vorne. Ich habe jetzt derweil einfach alles vorne in den Vorderwagen reingestopft, nur zum Ausprobieren, dass man da ein bisschen fahren kann und ein bisschen lenken. Mal ausprobieren, wo die Stärken und wo die Schwächen von dem Modell sind. Bis jetzt gefällt mir recht gut das Modell. Und haut da alles einigermaßen hin. Was mal noch ein bisschen Kopfzerbrechen macht, ist die Z-Kinematik, aber das kriegen wir auch hin, dass der Parallellauf von der Schaufel zum Modell dann gut funktioniert. Die Hubhöhe, da werden wir nicht mehr recht viel ändern können, das geht konstruktionsbedingt einfach nicht anders, weil wir keinen längeren Spindelzylinder nicht reinbringen. Ich werde es mal noch ausmessen und werde mal schauen und vergleichen. Was die Hubhöhe ist bei eichernen Modellen, weil ihr habt ja auch schon einige so Bruder-Radlader umbaut. Und wenn die Hubhöhe in etwa die ist, wie wir anderen auch bauen, dann lassen wir sie so. Wenn die Hubhöhe natürlich viel niedriger ist, ich sage jetzt mal einen Zentimeter niedriger ist, als wir bei anderen so Bruder-Umbauten, dann muss ich mir grundsätzlich nochmal Gedanken machen über einen kompletten Vorderwagen. Wir bauen aber jetzt derweil einmal so weiter, weil ich konstruiere gerne mal währenddessen, dass ich baue, weil nur am Computer im CAD-Programm schaut das immer alles recht schön und gut aus. Aber man sieht es jetzt, wenn man es dann baut in der Wirklichkeit, stellen sich dann manche Sachen doch anders raus, als wie das man gedacht hat. Wie jetzt auch zum Beispiel die Entscheidung, dass wir nicht selber Zylinder bauen, sondern dass wir die CTI-Zylinder nehmen. Schon allein aus dem Grund, dass ihr das dann auch nachbauen könnt. Und wenn wirklich, weil es waren ein paar Anfragen, wegen so einem Bausatz, wenn das funktioniert, wenn das gut hinhaut mit dem Radlader und ich alle Fehler ausmerzen habe können, dann gibt es vielleicht auch mal so einen kleinen Laserteile-Bausatz, nur natürlich mit den ganzen Alu-Flachmaterialien, den Rest den könnt ihr euch ja selber machen, wie die Rohre, vielleicht nimmt man noch die Aufnahmen für die Motoren mit dazu. Aber das werden Sie dann zeigen. Jetzt muss ich erst einmal das Modell grundlegend selber bauen und konstruieren für mich. Und wenn es so ausgeht, dass man da so einen kleinen Laserteilesatz machen kann, wenn euch das was hilft, dann werde ich so einen auch sicherlich auflegen. Ich würde sagen, wir lassen es gut sein für heute, für das Video. Mein Ziel habe ich geschafft, dass die zwei Zylinder eingebaut sind. Es haben sich zwar wieder andere Probleme aufgeworfen, wie das mit dem Lack. Aber das werden wir auch noch hinkriegen in den nächsten Videos. Die ganze Videoreihe wird halt ein bisschen länger werden, das macht aber auch nichts. Ich hoffe, dass es euch wieder Spaß gemacht hat zum Zuschauen, dass was lernen habt, Kinder, wie die CT-Zylinder innen drin aufgebaut sind und dass man vielleicht eventuell mal für einen Kraftheber, für einen Bulldog oder so, da wo man individuelle Länge braucht, dass man sich selber auch so einen Zylinder bauen kann, ohne Probleme. Mich würde es freuen, wenn es mir einen Daumen nach oben gibt. Und wenn ihr das nächste Mal beim nächsten Video wieder einschaltet, bis zum nächsten Mal, habt ihr Ehre, für euch.